Ein Damenschuh, Einkaufstüten und eine rote Ledertasche, all das ist in dem großen selbstgemachten Fußball verbaut. Seit dem 13. Juni dreht sich in der Unterführung des Maximilians-Forums alles um das Thema Fußball. Unter dem Titel Sehnsucht Fußball machen Einrichtungen des Kreisjugendrings München das Phänomen während der laufenden Europameisterschaft zum Kunsterlebnis. Also wir wurden letztes Jahr über Sozialreferat und Kulturreferat in München gefragt, ob wir Lust hätten, zum Thema Fußball ein Projekt zu starten. Wir machen ganz viele Kunstprojekte zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Kindern, Jugendlichen und haben unterschiedliche Werkstätten. Und dann hatten wir eben die Künstlerin gefragt, ob sie da Lust drauf hätten, tatsächlich den Fußball so ein bisschen zu zerlegen und in eine neue, andere Form zu bringen, also den eigentlich so ein bisschen zu entfremden. Der große EM-Ball steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Er besteht aus Luxusmüll von der Maximilianstraße. Er soll ein Protest gegen den großen Reichtum abbilden. Für Künstler Sheriff Uke geht es aber um noch viel mehr. Dahinter steckt halt verschiedene Ideen, dass man also von Recycling, Wiederverwendung, von Verschwendung, von sozusagen von unserer modernen Art zu leben, auch viel eben zu konsumieren und auch viel Müll zu produzieren und auch viel Unachtsamkeit, die da in diesem Prozess drinsteckt. Angeboten werden auch viele Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahren. Zum Beispiel ein Tanzfußball-Workshop oder Fußballfotografie. Bis zum 2. Juli kann man Tag und Nacht durch die Unterführung des Maximilian-Forums spazieren und die etwas andere Ausstellung bewundern.